Wer ist eigentlich Gabriel Seth? Der Ordensmeister der Flesh Terror übernahm das Kommando über den Orden in einer Stunde, in der dieser sich beinahe durch seine Blutrünstigkeit und die schwarze Wut in der Gensaat Sanguinius selbst ausgerottet hatte. Die Flesh Terror wurden von anderen imperialen Streitkräften als beinahe schon dem Chaos anheimgefallen betrachtet. So machte es sich Gabriel zur Aufgabe, seinen Orden vom Abgrund der Vernichtung zurückzuholen, indem er eine Doktrin herausgab, die vorsah, dass die Kräfte der Flesh Terror alleine und zuerst angriffen. Zum einen, um andere imperiale Streitkräfte vor der schwarzen Wut zu schützen, zum anderen aber auch, damit niemand sehen konnte, zu welchen Gräueltaten sie fähig waren. Doch bevor sich diese Doktrin als vernünftig oder unvernünftig herausstellen konnte, kam es zum Tyrannidenangriff auf Baal und Gabriel folgte dem Ruf der Blood Angels um Hilfe und kämpfte dort mit seinem Orden gegen die Invasoren. Die Schlacht gegen die Tyranniden wurde schließlich vom Eintreffen des Indomitus-Kreuzzuges entschieden. Und seitdem hat Gabriel eine neue Angst. Was ist, wenn die Primaris Marines gar nicht wissen, was es bedeutet, ein Blood Angel zu sein?